Hallo, mein Name ist Doc Wheeler. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Australien und der 100er Karte. Wir haben es gerade tief in der Nacht und das große Schlachten um Khaulak. Das hat jetzt tatsächlich sein Ende gefunden, zumindest fürs Erste, denn wir wurden vernichtet dort, unsere Heeresgruppe ist zerstört und unsere restlichen Gruppen sind jetzt auf dem Rückzug aktuell nach Songkla, nach Butterworth und nach Kota Baru und die Entscheidung ist auch bereits gefallen. Wir werden Malaysia evakuieren. Wir sind bereits dabei, unsere Flugzeuge ziehen sich zurück, wir evakuieren alle Kräfte, die wir noch haben. Das heißt, wir werden ein paar kleinere Garnisonen zurücklassen, aber alle großen und mechanischen Kräfte werden zurückgezogen. Unsere EBGs werden den Rückzug auch jetzt antreten tatsächlich, und zwar werden sie über Singapur fahren. Das heißt, sie müssen nochmal 6 Stunden unterwegs sein und werden dann hier von Singapur aus bei Palembang hoffentlich einschiffen. Warum? Ach, das geht gar nicht, weil Palembang noch nicht ausgebaut wurde. Muss ich noch warten kurz, bis das registriert wird. Wir werden nach Palembang gehen oder sie könnten auch theoretisch nach Padang gehen. Das geht eigentlich auch. Da spricht nicht viel dagegen. Das soll jetzt noch 17 Stunden, das wäre okay. Das heißt, die ziehen sich zurück, werden da einschiffen. Unsere Artis werden es ihnen dann in 20 Minuten gleich tun, sobald die gefeuert haben. Und dann ziehen wir uns damit tatsächlich zurück hier aus dem Gebieten um Malaysia. Die Defensiven in Songkla, Butterworth und Kota Baru würden insgesamt nicht sehr viel Sinn machen. Wir könnten da zwar theoretisch noch verteidigen, praktisch ist das Risiko zu groß. Sie werden vermutlich heute Nacht bereits versuchen, unsere zerfallene Linie auszunutzen, also die Feinde. Das heißt, die Schlacht um Songkla wird sehr, sehr bald ausbrechen. Ihr seht bereits hier Truppen aus Südafrika auf dem Weg zu uns. Die werden also uns sehr bald angreifen, dann wäre eine Defensive hier eher weniger sinnvoll. Es geht nur darum, jetzt bis morgen noch Zeit zu gewinnen, dass wir uns drüben aufstellen können, alles ausbauen können. Und dann werden wir uns vorbereiten für eben die tatsächlich anstehenden Kämpfe und derweil eben alles, was wir haben, zurückziehen. Das heißt, auch die Truppen, die wir hatten als Verstärkung, die 9. Heeresgruppe, wird nicht nach Songkla gehen. Sie hätte es theoretisch noch geschafft, aber es wäre eine nicht gewinnbare Schlacht ohne unseren Panzern. Mit nur irgendwie 200.000 Truppen ist das nicht zu gewinnen. Da sind zwar die Artis auch geil für, aber es wäre zu riskant. Wir würden es vermutlich nicht schaffen. Und dann wäre hier eine weitere Defensive nicht möglich und der Verlust der EBGs und der Artis wahrscheinlich. Das heißt, wir tun jetzt, was wir schon lange tun sollen, nämlich der endgültige Rückzug nach Sumatra. Und da werden wir auch dann wieder den großen Vorteil haben, dass unsere EBGs weiter hoffentlich am Leben sind. Und dann können diese EBGs von hier aus so viel Schaden machen, der Feind wird keine Chance mehr haben, uns irgendwie hier zu treffen. Sie werden jeden Tag, den sie hier in Malaysia und generell irgendwo in Reichweite der EBGs verbringen, mit Blut bezahlen. Das heißt, sehr, sehr schnell wäre auch ein Gegenangriff denkbar und unsere eigenen Artis können ja ebenfalls immer noch Butterworth und Singapur und Kuala Lumpur bombardieren von hier aus, von Medana aus. Das heißt, auch diese Gebiete hier sind alle für uns kontrollierbar. Generell alles ab Khaulak ist für sie eigentlich mehr oder weniger unhaltbar, was für uns ein wirklich großer Luxus ist. Das heißt, der Feind wird das hier auch teuer bezahlen. Das größte Risiko für uns aktuell ist, dass irgendwie sie unsere Evakuierung sabotieren. Das sollte eigentlich nicht passieren. Wir haben relativ gute Kontrolle um die Straße von Singapur, hier um die ganzen Gebiete um Singapur herum. Und auch ihre Flotte hat bereits schwer bezahlt. Unsere Bomber werden hoffentlich die jetzt gleich versenken, wahrscheinlich nicht. Sie werden noch einen Tick brauchen, aber die werden erstmal keine Bedrohung für uns sein. Die Bomber werden dann sich auch zurückziehen nach Palembang und dann werden wir eben schauen, dass wir hier das irgendwie noch hinbekommen, den Feind noch mehr beschädigen, hoffen, dass eben da noch möglichst viel möglich ist und dann den endgültigen Rückzug eingehen, gedeckt durch unsere heldenhaften Einheiten, die sich hier opfern werden in Butterworth, Kota Baru. Vielleicht können wir die auch noch zurückziehen. Die Truppen in Songkla, da werden wir noch ein paar lassen, die werden geopfert. Kota Baru und Butterworth sollen primär so ein bisschen noch die Zeit rausschinden und eben auch die Infrastruktur zerstören. Auch Phuket wird bereits zerstört, wir feuern jetzt eben auch drauf, haben 6000 Truppen dagelassen in der Festung, um das eben alles kaputt zu hauen, dass sie es nicht nutzen können. Und dann eben werden wir sehen, wie das läuft. Das heißt, eine Niederlage war das heute nicht wirklich. Wir verlieren jetzt Gebiete, die wir eh schon abgeschrieben hatten für eine Weile. Am Ende tut es jetzt weh, weil das doch gute Provinzen waren. Also es war jetzt schon nicht so, als hätten wir das wirklich verlieren wollen. Aber gut, wir haben damit gerechnet, schon eine ganze Weile schon, werden das eben jetzt verlieren.
Das Gute ist, wir haben die Pläne bereits gemacht für andere Arten der Defensive. Die Ausbauten sind bereits passiert, eben auch Sumatra. Alles dort ist bereit, das heißt, wir können uns hier auf jeden Fall verteidigen. Wir müssen aber jetzt damit rechnen, dass der Feind auch deutlich aktiver werden wird, eventuell gegen Borneo. Und das ist für uns eine Bedrohung, weil gerade auch der Feind hier oben jetzt bereits vor Manila steht. Es ist eine große Gefahr. Also ich mache mir da sehr Sorgen, gerade um eben den Frontbereich hier, weil eben Sibirien da auch Möglichkeiten hat. Das Gute ist, Sibirien ist insgesamt sehr committed hier unten. Und hat bereits viel verloren, 200.000 Truppen allein schon hier. Ungarn ist quasi nicht mehr existent und Südafrika hat jetzt noch ein paar neue Kräfte herangebracht, aber die werden ja auch morgen dann kapitulieren. Das heißt, die Lage ist für uns insgesamt relativ okay. Ich mache mir jetzt keine Sorge darum, dass wir irgendwie aus der Runde rausfliegen könnten. Gerade mit dem Verlust von Südafrika wird es für den Feind schwerer werden. Aber ich muss auch sagen, ich glaube denen das alles nur so ein bisschen, weil die immer wieder auch Truppen reinschicken, neue Kräfte, die sie haben. Sie sagen mir, dass das daran liegt, dass sie gezwungen werden, das zu tun von ihrer Allianz, aber you know. Ich glaube aber ihre Story auch, dass sie bald weg sein werden, das macht schon Sinn, das wäre krass, wenn es gelogen wäre. Aber ja, ihr Commitment für den Frieden ist nicht unbedingt so groß, wie ich gehofft hätte. Wir müssen derweil dann schauen, dass unsere Verluste nicht zu hoch werden. Wir blicken mal ganz kurz in die Zeitung und sehen jetzt hier Verluste bei Ungarn von 631.000. Die haben auch übrigens Kaulak eingenommen. Die Armeegruppe wurde aber zerstört durch Sibirien, die haben insgesamt 348.000 Truppen verloren, wir 600.000, also auch hohe Verluste da. Und Südafrika steuert sehr, sehr deutlich auf die 2 Millionen zu, also insgesamt liegen wir bei fast 2,3 Millionen, da sind dann hier 2,6 Millionen, 2,7 Millionen etwa sogar. Und dann sind wir hier bei 3,2 Millionen Verlusten bei allen Feinden kombiniert. Also wirklich hohe Verluste. Das schließt noch nicht mal Chile ein, aber das war ja noch nicht so viel gewesen. Auch Frankreich ist nicht dabei, also wir sind schon bei wirklich 3,5 Millionen Gesamtverlusten. Alleine heute Nacht jetzt eben und heute generell am Tag sind jetzt über 1 Million Leute umgekommen. Darunter auch viel Equipment, das hier zerstört wurde. Also wirklich große Kämpfe. Kaulak ist gänzlich zerstört, da ist nichts mehr übrig. Das war jetzt wirklich der endlich ja, passierte Showdown. Haben wir lange drauf gewartet, jetzt ist er gekommen. Leider nicht zu unseren Gunsten, aber der Plan war ja genau so. Und wir machen jetzt eben einfach das, was wir bereits vor 2 Wochen geplant haben, diese Evakuierung. Und ich denke, sie läuft soweit auch sehr gut. Das IBG wird hier dann in 17 Stunden raus, also morgen um 8 Uhr kann es wieder feuern im Padang. Kann dann sogar schon hier drüben feuern, also morgen so in 15 Stunden kann es wieder feuern. Von hier unten aus, die Artis werden dann ebenfalls bald drüben sein, die könnten auch hier evakuieren, aber ist ein bisschen zu riskant, glaube ich, die werden hier evakuieren, von Kuala Lumpur aus, obwohl hier auch die Schlachtschiffe sind, das gefällt mir auch nicht so sehr, wir könnten aber natürlich jetzt hier evakuieren und wären dann imstande hier sofort mitzukämpfen wieder, wir machen das doch mal, glaube ich, die werden schon nicht kommen, da vertraue ich einfach mal drauf, dass sie nicht kommen werden. Und dann geht er schon irgendwie, oder? Das geht schon irgendwie, da bin ich mir ganz sicher. Dann können nämlich bereits in der Schlacht um Butterworth helfen mit den Truppen. Das wäre sehr, sehr cool. Und dann werden wir da auch dem Feind hohe Verluste zufügen können. Also ja, wirklich bedauerlich um Kaulak. Ich bin gerade immer noch so ein bisschen traurig darüber, dass das jetzt doch geendet hat. Ging ja auch jetzt sehr schnell. Wir wären ja vor 3 Tagen noch sehr optimistisch gewesen. Da war ich noch sehr optimistisch, dass wir eben eine gute Chance haben, ihn noch zu gewinnen. Mit dem möglichen Frieden, der ansteht. Mit dem Ende der Heeresgruppe aus Südafrika. Mit dem Ende der Truppen aus Ungarn, mehr oder weniger. Sah es gut aus. Sibirien zog sich auch zurück. Und dann kam diese neue große Armee. Und dann kamen sie alle auf einmal auch rein. Dann war es wirklich schwierig. Und jetzt haben wir dann doch hier alles verloren. Also zumindest also unsere Truppen und eben Kaulak. Unsere alte Basis, jetzt gibt es keinen Rückzug mehr bei Nacht und jetzt müssen eben Songkla und Co. herhalten, auch die Gebiete fallen jetzt schnell, weil wir eben alles auf die Kaulak-Karte gesetzt haben. Aber ich muss sagen, soweit läuft alles auch genau nach Plan, also auch dieser Verlust war ja geplant im Sinne von, das haben wir erwartet, nichts hier ist unerwartet. Wir konnten nicht davon ausgehen, dass wir Kaulak tatsächlich halten würden, es gab eine kleine Chance, aber das war viel zu viel, das war nicht möglich, die Schlachter konnten auch nicht direkt hinkommen. Und was ist eigentlich hier das für ein Symbol? Warum ist jetzt hier ein Patrouillensymbol? Wer patrouilliert denn hier über mir? Warum ist hier ein Symbol? Wer macht denn sowas? Die Flugzeuge sind schon mal nicht. Irgendwer will hier über meinen Schiffen patrouillieren, aber das wird nicht angezeigt, wer das ist. Ein bisschen frech. Wir werden es wohl bald herausfinden. Und ja, wir hoffen eben weiter Schaden zu machen. Die sibirische Heeresgruppe wird immer schwächer.
Leider sind ihre Einheiten immer noch relativ healthy, gerade ihre schweren Einheiten, aber die werden jetzt erstmal keine große Rolle mehr spielen. Es geht uns vor allem darum, eben ihre Infanterie zu zerstören. Leider haben wir es auch nicht ganz geschafft, die ungarischen Truppen zu zerstören, also deren schwere Panzer haben das hier alles knapp überlebt. Die Armee selbst ist kein Risiko mehr, aber eben, ja, leider haben die noch diese Einheiten verfügbar, das ist ein bisschen schade. Wir werden dann mal sehen müssen, was uns dann noch so gelingt mit der ganzen Einheit, ob wir die noch was zerstören können, vielleicht mit unseren Bombern später mal schauen. Ich hoffe auch sehr, dass die jetzt hier die irgendwie versenken können, das wäre auch sehr cool. Das wird vermutlich nicht passieren, aber es wäre sehr schön. Trotzdem, kann man ja sagen, unsere Schlachter könnten das auch machen, aber das mache ich erstmal nicht. Und bin ich doch ein bisschen mehr sicher, dass ich meine Artis doch lieber über Padang auch zurückziehen möchte. Das würde 9 Stunden dauern, das hier würde, ja, es ist kaum Unterschied, es würde 8 Stunden dauern, es würde 9 Stunden dauern. Lieber ziehe ich die hier zurück, einfach um kein Risiko einzugehen und dann passt das schon. Dann werden wir eben auch in Songkla nochmal irgendwie 20.000, 30.000 Truppen da lassen. Einfach um das auch zu schützen noch, auch gerade wegen der Festung. Und dann eben schauen, was da so möglich ist mit der Rückeroberung. Wir werden dann Armeen eben dafür auch bauen. Das Gute ist, wir haben ja eine gute Produktion hier, viel besser als in Phuket. Und können dementsprechend auch sehr schnell hier eine Armee aufstellen, die wieder angreifen kann. Gerade auch unsere Artis. Wir können also dann hier pro Tag auch theoretisch 3 Artis bauen, was ziemlich cool ist. Viel besser als mit Phuket. Und können dadurch auch dann sehr schnell eine Armee aufstellen, auch mit Kavalleries, vielleicht sogar mit Panzerwagen, mit leichten Panzern, um dann hier sehr schnell eine Kampagne zu fahren, eben gegen Malaysia. Also ich denke sogar, dass das für uns ein Vorteil sein kann, dieser Verlust. Wenn wir es schaffen, uns hier gut festzusetzen, wenn wir es schaffen, hier auch dann diese Kampfgruppen abzuwehren aus dem Norden, können wir uns in Malaysia wirklich, oder in Sumatra sehr, sehr gut festsetzen, uns hier vorbereiten, ihre Truppen bombardieren, ohne selbst getroffen zu werden. Und dann sehr, sehr schnell eine Gegenoffensive starten, die aber halt sehr riskant ist, weil das Problem natürlich für uns ist jetzt, dass wir diese ganze Infrastruktur verlieren, die wir jetzt tagelang aufgebaut haben. Diese ganzen tollen Festungen, Eisenbahnen, das haben wir alles über Tage und Wochen konstruiert, in der Hoffnung, dass es irgendwas bringt. Und jetzt wird es alles zerstört werden, das ist halt schade. Das heißt, wirklich realistisch wäre eine Offensive hier nicht unbedingt. Aber wenn wir es schaffen sollten, die Feinde wirklich gänzlich zu zerstören, wenn die Moral sinkt durch die Kapitulation Südafrikas, dann wäre hier was denkbar. Dann kann ich mir das vorstellen, dann wäre ich ja auch bereit, eventuell wieder mich auf dem malaysischen, auf die malaysische Halbinsel zu wagen, um hier zu schauen, ob wir das nicht doch nochmal alles einnehmen können. Wir werden sehen. Es kommt auch sehr darauf an, eben was heute Nacht alles passiert und ob wir es schaffen, hier alles zu evakuieren. Ich hoffe es wirklich. Ich glaube nicht, dass der Feind hier Schiffe hat, U-Boote, irgendwas in der Art. Sollte alles nicht uns treffen können. Wir sind immer noch relativ geordnet und damit sollten wir hier safe sein. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.